Wann ist Ihnen denn die letzte Mieterhöhung ins Haus geflattert? Ärgerlich ist so etwas ja immer, aber es gibt eben Grenzen. Der Preisaufschlag darf innerhalb von 3 Jahren nicht höher sein als 20%. Darüber würde der Hallesche FC wahrscheinlich müde lächeln. Denn das Landesverwaltungsamt fordert eine saftige Mieterhöhung für die Stadionnutzung. Über 50% mehr Kosten wird spekuliert. Obendrauf wurde der Vorwurf einer versteckten Subvention laut. Es könnte der Beginn einer langen Geschichte am Erdgas-Sportpark sein. Der Hallesche FC bezahlt pro Jahr eine Stadionmiete von 140.000 Euro an die Stadt, also die Fans. Pro Heimspiel 1,50 Euro je Karte. Wenn diese 140.000 erreicht sind, ist die Miete gedeckelt, egal wie hoch der Zuschauerschnitt ist. Und das beanstandet das Landesverwaltungsamt. Das ist nicht marktüblich, genau. Also es wurden ja auch schon Vergleiche angestellt. Da gibt es vergleichbare Vereine mit vergleichbaren Größen, Einwohnerzahl und so weiter. Und da sind die Zahlungen, die momentan abgegeben werden, definitiv zu gering. Bei Drittliga-Aufsteiger FCM hat die Behörde dann auch nichts zu mäkeln. In der größeren Arena beträgt die Miete geschätzte 450.000 Euro. Fakt ist sehr, dass wir als 1. FC Magdeburg für uns hier klare Verhältnisse haben und wir mit unserer Vertragsform, denke ich, schon vernünftig da aufgestellt sind. Zurück nach Halle. Hier sieht auch der Vermieter, die Stadt, Handlungsbedarf. Ja, das ist ein Verfahren aus dem Jahr 2008. Es war lange strittig. Der Landesrechnungshof hat geprüft, das Landesverwaltungsamt hat geprüft und dann festgestellt, dass 140.000 Euro eine unzulässige Beihilfe ist, die von staatlicher Seite dem Verein zukommt. Das ist unzulässig, sogar nichtig und wir müssen jetzt die Vereinbarung erneuern. Dem HFC als Mieter ist jedoch kein Vorwurf zu machen, so Präsident Schädlich. Wir haben einen gültigen Vertrag, der läuft über 10 Jahre. Bislang liegen dem HFC keine anderen Forderungen auf dem Tisch. Sollte es die geben, kann man über Verbesserungen reden. Die Betreibergesellschaft schreibt derzeit eine schwarze Null. Ein neuer Vertrag könnte für den HFC jährliche Mehrkosten von 70.000 Euro bedeuten. Das ist, hängt natürlich damit zusammen, dass jeder Verein sich dem auch stellen muss und auch eine angemessene Miete zahlen muss. Das ist die Beanstandung, die wir vom Landesverwaltungsamt so bekommen haben. Und dem müssen wir jetzt nachgehen. Bleibt die Frage, ob die Stadionbesucher dann diese Kosten auffangen müssen.